Hallo, mein Name ist Luca und ich habe auf meinem Kanal schon Trollface Quest 1. Okay. Das habe ich schon gespielt, dann habe ich auch noch Trollface Quest 2 gespielt. Worauf lasse ich mich hier immer ein? Und heute spielen wir hier Trollface Quest 3. Das heißt, wir klicken einfach mal auf Play und haben wieder so einen komischen Spasti hier. Hier sehen wir die Troller Lisa eingeblendet. Wer kennt sie nicht? Wir klicken mal auf Next und sehen, die Troller Lisa wurde wohl geklaut. Das heißt, wir klicken jetzt einfach mal auf Start. Willst du losfahren? Mir wurde keine Steuerung gesagt. Ich weiß nicht, ich muss... Das, hat super geklappt. Also ich weiß nicht genau, was ich hier machen soll. Wenn ich hier draufklicke, fährt der los und dann kommt irgendwie aus dem Nichts, kommt dann von... Ja, da kommt einfach eine Bombe. Das heißt, auf die Karre draufklicken darf ich definitiv nicht. Die Kakteen hier haben auch nichts zu bedeuten. Ich weiß nicht, was das hier vorne ist. Das macht allerdings auch nichts. Ich weiß auch nicht, wo ich hier... Oder ich muss dann... What? Ich bin extra der Bombe ausgewichen. Also wenn man mit der Maustaste auf das Auto drückt, dann fährt es einerseits los. Wenn man allerdings wieder drauf drückt, dann bleibt er stehen. Das heißt, ich versuche jetzt diesmal auch vor der Mine stehen zu bleiben. Übrigens trägt man Caps so. Man setzt die sich nicht irgendwie so auf oder so. Nee, man trägt die so. Und das trägt man auch so. Das ist nämlich neues Merchandise, meine Damen und Herren. Yay, meine Damen und Herren. Werbevideo, super geil. Wann gibt's das eigentlich? Luca-shop.de. Hauptsache, ich frage, wann gibt's das eigentlich und ich mache eine Einblendung vom Luca-Shop. Mhm. Sehr gut, Luca. Es gibt's ab 1.12. Wir spielen jetzt weiter. Also ich gebe Gas, bleibe jetzt allerdings stehen wegen der Bombe. Gebe jetzt wieder Gas und bleibe jetzt stehen vor... Warum? Ich gebe Gas, bleibe... Ey, Digga! Gebe Gas, bleibe stehen. Die Bombe schlägt da ein. Jetzt klicke ich auf die Mine und die Mine ist jetzt, glaube ich, ausgeschaltet. Das heißt, ich fahre jetzt dagegen. Macht keinen Sinn. Also ich fahre los, ich bleibe stehen, dass die Bombe explodiert. Und jetzt kann ich... Ihr könnt mir auch mal sagen, dass das Spiel auf Dragon reagiert. Beim nächsten Level müssen wir hier draufklicken. Das heißt, ich klicke drauf und wir sehen natürlich Level failed, weil so einfach kann es nicht sein. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo anders draufklicken muss. Klicken. Wie soll das funktionieren? Ich würde sagen, wir gehen so vor wie in den letzten Teilen auch. Ich probiere meine Möglichkeiten und sonst gucke ich im Walkthrough nach. Also wir klicken einfach mal auf Walkthrough und sehen, dass wir... Okay, da... Ich schaue mir das jetzt mal an. Ah! Ich hab's. Man soll angeblich auf Menü klicken und dann kommt hier vorne genau das Trollface-Smiley. Wie soll man denn da drauf kommen, Alter? Das hier ist das nächste Level. Wir haben hier eine... Nutte. Wir können sie einfach mal anklicken und sie möchte einen angebissenen Apfel. Das heißt, wenn wir ihr den Apfel geben, möchte sie den natürlich nicht. Eigentlich würde ich jetzt sagen, dass ich den Apfel einfach selber mal essen muss, damit er halt angebissen ist. Aber wir schauen jetzt mal, vielleicht kann ich bei ihr hier noch so ein bisschen woanders drauflegen. Sie möchte den Apfel, das heißt hier... Oder wir müssen schnell sein. Also wir klicken sie an, dann Apfel. Nee, will sie auch nicht. Was ist, wenn wir direkt auf den Apfel klicken, dann... Will sie auch nicht. Ich gehe mal wieder so ein bisschen hier durch das ganze Fenster durch, aber ich kann auch nirgendwo anders draufklicken, außer dass ich sie anklicken kann. Sie kann ich sonst nirgendwo anklicken und dass ich meinen Apfel anklicken kann. Scheiße. Ah. Sie will ja einen angebissenen Apfel, das heißt, ich klicke erst sie an, jetzt weiß er, was sie will, jetzt beißt er den Apfel an und jetzt... Lasst ein Like da, wenn ich das öfter machen soll, weil ich bin so gut darin. Wir müssen durch das Labyrinth zu der Zielflagge. Die Sache ist, wenn ich allerdings so dahin gehe, dann ist es wahrscheinlich nicht richtig. Ja, der kleine Wichser. Die Steuerung ist gerade invertiert, das heißt, ich muss mich quasi so ein bisschen umdenken für diese Quest. Also ich muss jetzt so lang, jetzt muss ich hier unten wieder durch und jetzt zum Ziel. And the best guy in the universe. Nächstes Level, Alter. Niemand kann was gegen mich. Guck mal, hier kommt ein Panzer an, fährt über die Brücke, die... Ja!
Ey, don't fuck with me, guys. Ich habe gesehen, dass ich auf den Panzer auf jeden Fall noch draufdrücken kann. Das heißt, ich klicke... Don't fuck with me, guys. Hier, Freunde, meine eigene Pizza. Jetzt, ab heute erhältlich im Laden. Könnt ihr kaufen. Hey. Go. Ja, Pizza ist geil. Das hier ist das nächste Level. Ich weiß nicht, ob das hier hinten Berge sind, aber wahrscheinlich sind es eher Wellen, wenn er eine Taucherbrille aufhat. Also wir klicken mal auf seine Taucherbrille. Er versucht zu atmen. Er ist tot. Also ihm können wir keine Luft geben. Das heißt, wir versuchen es eventuell mal, dass wir die Wellen vielleicht ein bisschen runterpacken. Da können wir allerdings auch nichts anklicken. Wir können wirklich nur ihn anklicken. Das heißt, ich klicke mal auf seinen Körper. Er atmet jetzt und atmet wieder und ist tot. Ja, ich meine, es gibt eigentlich überall irgendwie was, das man noch anklicken kann, ohne den Typen quasi zu töten. Also ich klicke einmal drauf, da passiert gar nichts. Ich weiß nicht, hier irgendwie bei den Steinen. Wer kennt's nicht? Aus dem Ozean, man hebt einen Stein hoch und das ganze Wasser fließt ab. Er wurde auf eine Wand zugedrängt von einem Typen. Das heißt, wir klicken auf die Pistole und sind tot. Wenn wir ihn anklicken, steht er auf. Wenn wir jetzt schießen, ist er immer noch tot. Das heißt, wir klicken auf Restart, er steht auf, setzt sich wieder hin, warte, er steht auf, jetzt ist er wieder tot. Nee, ich glaube, das führt uns auch nicht zum Ziel. 2000 Jahre später. Das ist nicht wahr. Was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Ich denke nie an dieses Dragon. Er schläft an einem Baum unter einem Apfel. Wenn wir den Apfel runterfallen lassen... Ja, haben wir verloren. Ich weiß nicht, ob ich an dem Baum noch irgendwas anderes anklicken kann, weil den Typen kann ich auf jeden Fall... Oder warte, der Apfel wackelt jetzt... Da konnte ich jetzt auch nicht den Typen anklicken. Also den Typen kann ich nicht anklicken, den Apfel kann ich auch nicht wegziehen. Nee, kriege ich auch nicht hin. Ich weiß nicht, kann ich den Baum irgendwie verschieben oder so, wenn... Okay, hier kann ich irgendwie... Hä, wie soll das? Oh. Ich dachte gerade, ich hätte schon wieder verloren, weil auf einmal so ein gigantischer Apfel auf die Typen gefallen ist. Oh, er läuft auf die Wand zu. Ich muss auf ihn draufklicken. Genau, jetzt läuft er in die andere Richtung. Und das Level haben wir jetzt auch geschafft. Das heißt, wir klicken auf Next Level. Call Troll 3322111. 3332211. Anrufen. Level failed, wer kennt's nicht? Ich bin nicht so dumm, wie ich aussehe. Das werden viele von euch jetzt vielleicht gar nicht mehr wissen, aber früher hatte ich beispielsweise ein Nokia-Handy und da musste man, wenn man SMS verschicken wollte, musste man immer mehrmals auf eine Zahl draufdrücken, sodass ein Buchstabe kommt. Und da hier die Nummer durchgestrichen ist und hier steht Call Troll, würde ich sagen, ich drücke mal auf das T, dann drücke ich dreimal auf die 7, dann dreimal auf die 6, dann 1, 2, 3 mal da drauf und nochmal 1, 2, 3. Warum failed? Oder einfach T-R-O-L-L anrufen. Ist aber eigentlich nicht richtig. Wir haben eine Gießkanne, eine verwelkte Pflanze und eine tödliche Gießkanne. Das heißt, wir nehmen natürlich erstmal die normale Gießkanne, gießen dieses Ding, nehmen wieder die normale Gießkanne, gießen das Ding, nehmen wieder eine normale Gießkanne und sie ist verwelkt. Das heißt, es muss wahrscheinlich eine andere Kombination sein. Normale Gießkanne, sie wächst. Normale Gießkanne, sie wächst. Und die Todesgießkanne und sie ist perfekt. Level complete. 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 Was war das gerade für eine Stimme? Wir stehen vor einem fetten, grinsenden Baum und haben eine Axt. Das heißt, wir schlagen ihn. So fallen Bäume immer um. Ah, wir haben hier vorne einen Ast und können daran den... Ja. Da kommt doch jedes kleine Kind drauf. Ich mache ihm den Kopf offen, drehe an diesem Rad und es... Es passiert nichts. Die Kanne hier vorne mit dem Öl oder was auch immer das ist, da passiert auch nichts. Und bei diesen Teilen, ich meine... Kannst du jetzt mal completen hier? Also ich habe mir gerade das Walkthrough angeguckt und da wird gesagt, dass man hier draufklicken soll. Dann 1, 2, 3, 4, 5.
das, ja, das ist dann dieser Moment, wenn selbst das Walkthrough falsch ist. Das war's jetzt aber hier auch vom Video, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ich den nächsten Teil auch noch spielen soll. Ich meine, ich habe gerade Teil 3 gespielt. Es gibt, glaube ich, 15 Teile oder irgendwie so. Lasst mal einen fetten Like da, schreibt mal Troll in die Kommentare. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt das, auf das wirklich jeder gewartet hat, nämlich das Ende dieses Videos. Roll the outro. Das war's jetzt hier vom Video, das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwei andere Videos und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken, dann bekommt ihr Benachrichtigungen.